Ich möchte mich dann hier an erster Stelle mal bei den zwei wirklichen Vätern der Idee bedanken, die mir diese Idee ursprünglich mal nahegebracht haben. Es sind zwei junge Männer aus Deutschland, Vincent Emanuel Herr und Martin Speer, in den sozialen Medien bekannt als Herr und Speer. Ich möchte mich bei den beiden auch bedanken dafür, dass sie, nachdem die Idee, als sie von mir vor Monaten eingebracht worden war, erstmal gescheitert ist, unter anderem an der Europäischen Kommission, dass diese beiden Pro-Europäer sich nicht haben beirren lassen und gesagt haben, wir machen weiter, die Sache ist so gut, das muss ins Rollen kommen. Als Herr Weber das aufgegriffen hat in der letzten Plenarwoche, gerade auch bei State of the Union, war ich überrascht. Als ich jetzt heute Frau Bultsch zugehört habe, habe ich gedacht, okay, sind wir aber erst zu dritt, machen auch die anderen mit. Und genau diese Einschätzung hat sich bestätigt. Ich glaube, dass das eine großartige Idee ist. Man kann mit relativ wenig Aufwand viel europäisches Zusammenwachsen und Verständigung erreichen. Ich sage das auch als ehemalige Interrailerin. Ich bin nie nach Großbritannien gefahren. Ich musste immer am Strand schlafen, weil ich mir was anderes nicht leisten konnte und fand das damals auch ganz schick. Mal sehen, wie die heutige Generation damit umgeht. Ich würde nie behaupten, dass diese Initiative eine Jugendgarantie, eine ordentliche Jugendgarantie, Erasmus, Europaschulen oder auch das ökologische, soziale Jahr in der Europäischen Union ersetzen kann. Aber es könnte so manche Hochglanzbroschüre, die sehr viel Geld kostet, und so manche teure Imagekampagne, die sich die Europäische Kommission leistet, wirklich ersetzen. Also wir sind, glaube ich, heute alle dabei. Σας ευχαριστώ.